Auf der Bahn 3 hier im Bild zu sehen, Barbara Selter aus Essen. Dieses Schwimmfest ist ja von Seiten des DSV nicht überall gern gesehen. DSV-Schwimmbad Rainer Wittmann hat sogar dagegen votiert. Hier die große Favoritin dieses Laufs, Petra Schneider, Weltrekordhalterin über 200 Meter Lagen, Olympiasiegerin über 400 Meter Lagen. 18 Jahre, kommt aus Karl-Marx-Stadt. Grit Slavi, ihre Kollegin aus der Mannschaft der DDR, erst 15 Jahre. Dann Katrin Bromstad, die Norwegerin, und auf Bahn 8 sollte eigentlich Aykute Buzelite starten, das Mädchen aus der Sowjetunion. Sie aber ist erst zwei Rennen vorher an den Start gegangen, über 200 Meter Brust, und hat darum hier wohl zurückgezogen. Petra Schneider. Ihr Weltrekord steht bei 2:13,0. Und sie wird dieses Rennen, das kann man jetzt schon sagen, ziemlich souverän gewinnen, auch wenn Katrin Bomstad, die Norwegerin, einen guten Start gehabt hat. Aber schon jetzt setzt sich Petra Schneider ganz klar in Front. Sie hat im Laufe dieser Veranstaltung auch schon die 200 Meter Schmetterling gewinnen können und dürfte nun zum zweiten Mal in Hamburg erfolgreich sein. Erste Wende bei 30,5 Sekunden. Jetzt geht es auf die Rückenstrecke. Das ist die schwächste Lage von Petra Schneider. Und da könnte eventuell Barbara Selter ein wenig aufkommen. Der deutsche Rekord, oder besser der DSV-Rekord, steht bei 2:20,29. Vielleicht kann Barbara Selter ihn hier erreichen oder verbessern. Bisher ist im Laufe der Veranstaltung noch keine einzige DSV-Bestleistung verbessert worden. Das mag einiges aussagen über die Veranstaltung und einiges aussagen über den Ernst, mit dem die Schwimmerinnen aus der Bundesrepublik Deutschland hier zur Sache gehen. Hamburg dient höchstens als erste Formüberprüfung am Anfang der noch jungen Saison. Man will die Gegner kennenlernen, aber das Hauptziel ist die Europameisterschaft im September im jugoslawischen Split, und darauf wird hingearbeitet. Petra Schneider klar in Führung. Und dahinter jetzt ein Feld, das ziemlich gleich auf ist. An zweiter Position ist Grit Slavi, die Mannschaftskameradin der Führer. Letzte Wende von der Brust auf die Kraulstrecke. Da wendet Grit Slavi als Zweite, oben als Dritte dann die Norwegerin und hier vorne an fünfter und letzter Position Barbara Selter. Petra Schneider, sehr kraftvoll, ein muskulöses Mädchen. Die jetzt noch 10 Meter zurückzulegen hat, den Weltrekord, ihren eigenen wird sie nicht überbieten können.